Liebe Strategiefans, willkommen zurück zu Galactic Civilization 4. In der letzten Folge, da haben wir die Altarianer besiegt, beziehungsweise halt zusammen mit den Achaeans. Und jetzt sind hier noch Constructor auf dem Weg. Und dann schauen wir mal, dass wir hier möglichst viel von dem ergattern können, was die Altarianer vorher bewirtschaftet haben. So, ja, wir kriegen alle vier, müssen aber noch eine Runde weiterspielen. So. Ja, unsere Hauptstreitmacht. Und ist auch noch einmal Leerium. Ja, ob wir. Vielleicht kriegen wir sogar alle fünf. Könnte man jetzt die Felder abzählen oder einfach ein bisschen weiterspielen? Ich dachte, in der nächsten Runde anschauen, das machen wir auch. So. Was bauen wir hier? Module haben wir sieben. Dann nehmen wir ruhig mal ein paar Module noch rein. Und. Escort-Schiffe. So. So, und wir haben eine Mission abgeschlossen. Wir haben auf drei Planeten ein spezielles Projekt durchgeführt. Und ein neues Schiffsdesign wurde freigeschaltet. Das war's. Kein Ideologiepunkt. The Raptor vielleicht wurde gerade freigeschaltet. Ah, ist auch mittlerweile unspannend. Weil der in seinem Design halt nur zwei Module eingebaut hat und er könnte fünf eingebaut haben. Interessiert mittlerweile niemand mehr. So. Achter. Einfach mal hier rüber. So. Oh, da ist eine Schmugglerkolonie. Warum ist das jetzt sofort eine Kernwelt? Weil der hat einen speziellen Trade wahrscheinlich. Ja, Opportunist. Der wechselt dann die Seiten, wenn seine Welt erobert wurde. Schauen wir uns einmal an, ob das wirklich eine Kernwelt bleiben soll. Ansonsten können wir auch den Gouverneur abziehen und dann ist es keine Kernwelt mehr. Das ist direkt das nächstgelegene Sonnensystem. Der soll mal lieber Altaria unterstützen. Den Werten. Haben wir vielleicht einen Verlust von 10%, aber das ist dann auch nicht weiter tragisch. Also. Der Gouverneur kommt dann raus, kommt dann weg. Und das Ihmchen. Feuer nehmen nur. Wir könnten ihn noch exekutieren, aber das machen wir nicht. Also, das fand er nicht gut. Aber das ist schon besser so. So. Diplomaten zugewiesen.
Er hat einen hohen Sozialskill und eine geringe Entschlossenheit. Einmal darüber. Wir können zwei weitere rekrutieren. Hier haben wir, dass Equality erhöht wird. Oh, und der ist korrupt. Plus 3% globale Kriminalität. Das machen wir nicht, den holen wir nicht. Weil das würde auch auf Kolonien angewandt werden und dann, das möchten wir nicht. Oh, hier. Er ist manipulativ, plus 3 auf den Skill Deception. Okay. Aktionen. Alles einigermaßen intelligent. Oder halt aufgrund seines Sozialskills hier Einflusswachstum auf. Aber dann haben wir Diplomatie minus 0,17. Ja, okay. So. Okay, von der Prospector ein Bericht. Wir können das Praxisschiff bauen bei der Schiffswerft. Schauen wir uns das mal an. Ja. Mittlere Hülle, es werden nur 3 von 9 Module verwendet. Braucht kein Mensch. Ah, sowas ist schon an der Grenze zu ärgerlich. Alter, hat man so ein spannendes Event eigentlich. Richtig Lore dazu und dann hat man da so ein. Naja. Nützliches Zeug in der Schiffswerft. So, aber wir lassen uns nicht ablenken. Ja, aber darüber wegen. Wenn Anomalien erkunden. Machen wir das ruhig. Erfahrungspunkte sammeln. Okay, wir handeln mit jemandem, den die Jaws nicht mögen. Aber das ignorieren wir einfach. So. Wissenschaftsverbesserungen. Nächste Technologie. Dass wir große Schiffe bauen können. Dauert 17 Runden. Okay. Koreanische Zuflucht. Boah, die Flotte, die kann ja einfach wachen. Und jetzt schauen wir mal. Das war ja klar. Und wie sieht es damit aus? Kriegen wir auch noch. Oh. Bei jedem Patch wird eine Kleinigkeit geändert, Leute. Haben wir hier 4 Ecken? Aber ist nicht in Reichweite. Das ist mal so, mal anders, Leute. Okay, jetzt haben wir so alle 5. Direkt ausbauen.
Oh, bisschen Verteidigung ist okay. Mehr Verteidigung ist noch besser. So. Noch ein Frachter. Aufklärungsdrohne machen. Wie sieht es hier mit den Rebellionen aus? 8%. 53%. Prozent. Ja, und hier sind es einfach nur sauer, weil wir dort die Sternbasis haben, aber da findet natürlich keine Rebellion statt. Wir sind hier bei 7%. Können wir hier noch upgraden? Ah, bauen wir das mal komplett aus. Und jetzt kriegen wir jede Runde 26,3 dazu. Kommt 12,9 Einfluss an und wir machen daraus 25,5. So, nächster Constructor. Stimmungsrelikt. Ah, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, gut, aber trotzdem holen wir uns das Zustimmungsrelikt und machen das so. Aber hier Altar ja auch noch. Dann Waffen. Oh, der terranische Widerstand schenkt uns Strahlenwaffenminiaturisierung. Ja, danke. So, wenn wir jetzt hier eine Wirtschaftsbasis bauen. Das Relikt in Reichweite. Und Altaria halt auch. Wir haben noch zwei Erwägungspunkte. Nehmen wir hier ruhig Robber. So, Wirtschaftssternbasis. Und wir haben wieder keine Module. Ja, okay. Produktion erhöht um 5%, Einkommen erhöht um 5%. So, hier ist gerade die Schiffswerft fertig geworden. Perfekt. Können wir hier direkt Module bauen. Ein Frachter. Automatisch forschen. Okay. So. Ach so, da ist ein automatisches Schiff hingegangen. Das ist cool. Die ukrainische Zuflucht versucht ja eine Invasion durchzuführen. Die werden nicht immun sein gegen Culture Flipping, so wie die erkennt. Bin nämlich sehr froh, wenn wir es schaffen, aber ich nehme an, dass es nicht erfolgreich sein wird. Naja, okay.
219 Credits, um gegen die Dungeon zu kämpfen? Nein. So, Escort-Chef. Front. Valorantium plus 1 Prometheon oder. Ja, dieses Schild, das ignoriert Nebel, aber Nebel sind auch eigentlich irrelevant. Valorantium. Ja, hier die Effekte von den Nebeln werden ignoriert. Aber da fliegt man eh draußen rum, außen dran vorbei, also. Automatisieren. Ja, und hier wurde schon aufgeräumt, wer da. Ikonianische Zuflucht. Beschweren sich über die Sternbasis. Machen wir nicht. Okay. Die Allianzen laufen. Ja, hier haben wir jetzt nochmal einen Malus bekommen. Moment. Eben einen Schluck getrunken. Ja, aber weil wir das abgelehnt haben. Ja, und sie mochten halt die Altarianer. Haben wir noch ein Minus, dass wir sie erobert haben. Naja, gut. So, bei den Dungeon geht es nicht mehr weiter. Alle aktuellen Effekte wurden angewandt. Wir sind bei 8 stehen geblieben. Ein Punkt und wir würden die Allianz gründen können. Wir haben Artefakte. Ja. Damit ist halt so ein Aufstiegskristall gemeint. Ja. Ich glaube, das ist der einzige, den wir haben. Wenn wir die Basis abreißen. Einmal eine Allianz mit Lord Corona. Vielleicht würde das reichen. Commission. Okay. Wir haben Constructor einreihen. Und dann halt so bauen, dass wir das Forschungsrelikt bekommen. Also ein Reichweite vom Forschungsrelikt sind, aber nicht vom Aufstiegskristall. Ja, nutzen. Hier können wir gerade bei im Thema Diplomatie nichts mehr bewirken, glaube ich.
Alle Bürger plus 1 sozial, war das stark. Aber wenn man da 5 Entertainer hat, plus 5% Zustimmung. Ja, wir bräuchten noch einen Kulturpunkt, dann könnten wir hier. Einmal hier einen Punkt investieren und dann da demnächst. Na okay. Liberal sind wir bei 8 und autoritär sind wir bei 2. Aber können jetzt nicht, wir kommen jetzt nicht auf die Stelle an 6 Autoritätspunkte. Der Lord Kronos ist mit Sicherheit autoritär. Ja, und da wir halt in dem Bereich entgegengesetzt sind, mag er uns halt nicht. Aber mag er uns ein bisschen weniger. Okay, schauen wir uns das mal an in der nächsten Runde, damit aber ja das Artefakt nicht mehr haben. Vielleicht springst du auf 9. So, haben wir hier terraformt. Memory Center. Bei Forschung an Grenzen. Ja, und hier etwas mit Produktion noch einsetzen. Ja. Mal plus 12% Produktion. Und hier ein normales. Boah. Level 11. Ja. Mal abbrechen und dann hier das Memory Center reinsetzen. Ja, auch die Upgrades durchführen. Okay. Automatisieren. Instructor. Da war bestimmt ein Schiffsfriedhof. Okay, die anderen schlafen nicht. Das war schon eine Sternbasis. Einmal zurück. Angriff. Ah, fast keinen Schaden erlitten. Aufklärungsdrohne. Keine Ahnung, woher wir jetzt diese Basis haben. Ach, die haben wir. Ja klar, die hatten wir gebaut, um die Schiffsreichweite zu erhöhen. Um die Handelsrouten aufbauen zu können. Instructor. Automatisch. Kreativ. Ah, keine Kriminellen dabei. Ich möchte lieber auf eine Ozeanwelt. Okay.
kommt er auf Sternbasis. Oh, der Corporate Sektor schenkt uns 1961 Credits. Vielen Dank. Aber die schwimmen auch im Geld. Ja. Ja, der mag es nicht, dass wir militärisch so stark sind. Könnten den Jors den Krieg erklären? Mit denen werden wir eh keine Allianz gründen. Und die sind relativ schwach. Und weit weg. Wir haben keine Freunde. Der wird wahrscheinlich eh gegen die Torianer halt untergehen, aber ja, hat halt einfach einen netten Nebeneffekt, einmal hier gegen mit Grinsemann verbündet zu sein. Oh. Ihr würdet uns nichts dafür geben, dass wir den Neos den Krieg erklären. Wir haben dort einen Nicht-Aggressionspakt wahrscheinlich geschlossen. Haben wir... Das können wir mal überprüfen. Ob wir hier einen Nicht-Aggressionspakt haben. Okay. Ah, dann haben wir wirklich nicht Aggressionspakt mit den Neos geschlossen. Und den müssten wir dann brechen und dann werden wir bei allen unbeliebt. Nee, nee, das machen wir nicht. So. Hier können wir upgraden. Einmal Abwehr gegen Raketenabwaffen. Und... ja, die Hülle noch weiter verbessern. Haben wir jetzt verloren ein Escort-Schiff. Okay. Und wir konnten die Prekursor-Anomalie. Gut. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye bye.